läuft alles wie geschmiert. Wir haben eine Menge zu tun, aber es braucht eine Menge Zeit, uns auszuruhen. Ich versterbe alles, was ich hab, und dann schau ich mir Fahrrad an. Hey, fahr uns dann den Auto, so wie ein Hund und eine Kuh und ein Schwein und ein Garten muss es sein. Aber nicht zu klein, ich muss jetzt hier raus. Ja, von der Hausbesetzung zum ökologischen Modellprojekt stimmt nicht ganz, weil es waren ja, ja, es war teilweise besetzt, aber eben in erster Linie haben wir versucht, ja, Mieter zu werden. Das heißt, wir wurden praktisch gezwungen, das zu besetzen zum Teil, weil eben die Wohnbau GmbH die Wohnung zerstören wollte, immer wenn jemand ausgezogen ist. Und wir dann natürlich gezwungen waren, neue Leute reinzusetzen, die erstmal ohne Mietvertrag drin waren, aber eben sich dann auch bemüht haben, immer auch einen Vertrag zu kriegen. Ja, hier siehst du die Häuser Breuel 32 und 38, das sind sozusagen die Fronthäuser am Breuel. Es geht natürlich noch weiter bis nach hinten durch, also es sind insgesamt eine ganze Reihe Häuser, Breuel 32, 33, 34, 35, 36 und 38 und Thiebestraße 30a, B und C. Die Häuser sind schon ziemlich alt, das Foto stammt von 1989. Die Häuser gebaut wurden 1880 etwa, das heißt, das ist eine alte Arbeitersiedlung, die älteste Arbeitersiedlung innerhalb der Münsteraner Altstadt. Und es hat eine sehr spannende Geschichte, die für Münster, aber auch darüber hinaus sicherlich eben ungewöhnlich ist, könnte man sagen. Ja. Also 1989 war es so, dass dann die Wohnbau GmbH die Häuser übernommen hat, also gekauft hat und versucht hat, sie zu entmieten. Also die haben auch klar gesagt, wir sind nicht Vermieter, sondern wir sind Entmieter. Das heißt, wir wollen die Mieter, die hier noch drin sind, rausklagen und rausschmeißen, die Häuser abreißen und lukrativen Wohnbau hier in Münster, in der City praktisch verwirklichen. Das war deren Ziel. Da haben sie sich allerdings ziemlich geschnitten. Die Bewohnerschaft hier am Breuel, das sind etwa 59 Menschen. Also heute sind es 59 Leute insgesamt und davon 17 Kinder mittlerweile. Und die Bewohnerschaft war sehr heterogen, damals natürlich auch schon. Es gab dann natürlich Leute, die hatten noch feste Mietverträge. Ansonsten wurden aber keine neuen Mietverträge zunächst mehr rausgegeben. Das führte dann natürlich dazu, dass Leute wie ich zum Beispiel und meine Lebensgefährtin, wir sind dann einfach eingezogen Anfang 1991, haben dann, sind zunächst in Breuel 38 eingezogen, haben dort ein paar Monate umsonst gewohnt, sind dann zur Wohnbau GmbH gegangen und haben gesagt, ja, wir wollen gerne einen Mietvertrag haben für Breuel 38. Wie was, Sie wollen einen Mietvertrag haben? Ja, das stand leer und wir sind eingezogen, jetzt möchten wir gerne einen Mietvertrag haben. Wir wollen ja die Wohnung eben auch bewohnen. Und Ziel der Wohnbau war es natürlich immer, wenn Leute ausgezogen sind, die Wohnung direkt kaputt zu machen und unbewohnbar zu machen. Das haben wir durch diese Politik im Grunde verhindert. Und das führte letztlich dazu, dass ein großer Teil der Bewohnerschaft letztlich keine festen Mietverträge mehr hatte. Also wir haben zum Beispiel, also als ich eingezogen bin, dann erstmal ein paar Monate eine Pseudomiete überwiesen, dann also das auch deklariert als Miete, Breuel 38, Erdgeschoss, und haben dann einen Vertrag gekriegt, wo drin steht, Sie können 3 Monate in den Häusern wohnen, dann werden die Häuser abgerissen, müssen Sie wieder ausziehen. Dieser Vertrag ist natürlich nicht rechtens gewesen, weil es gab auch Leute, die hatten noch feste Mietverträge. Und dadurch, dass sich das dann immer wieder verlängert hat, weil es auch keine Abrissgenehmigung gegeben hat für die Wohnbau GmbH, war dann die Situation entstanden, dass die Wohnbau GmbH versucht hat, uns alle rauszuklagen. Es gab dann die Räumungsprozesse, das war ein großes Happening, könnte man sagen. Wir haben also jedes Jahr auch ein großes Straßenfest gemacht mit zeitweise bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das war so ein echtes Politikum. Und der Prozess war dann natürlich eine sehr spannende Veranstaltung. Man muss sich das ja so vorstellen, wir waren also ein sehr bunter Haufen, viele Langhaarige und Hippies sozusagen. Aber eben nicht nur, also es waren sowohl politische Leute, die hier gewohnt haben, als auch unpolitische Leute, Künstlerinnen, Künstler und Studenten, also Studierende viele. Und beim Prozess hat sich die Wohnbau GmbH ziemlich blamiert. Also der Richter hat eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt, weil die Wohnbau da so aufgetreten ist, ja, es ist ein Schandfleck für Münster, Münsters Hafenstraße, das muss beseitigt werden, dieser Schandfleck muss beseitigt werden. Und das stand natürlich auch im Kontrast zu den, ja, zu dem netten Haufen, der da praktisch vor Gericht stand und im Grunde sein alternatives Wohnprojekt versucht hat durchzusetzen. Und das war dem Gericht offensichtlich doch dann auch doch sympathischer als diese doch sehr aggressiv auftretende Wohnbau GmbH, die ja hier auch versucht hat, uns massiv herauszuekeln. Ich kann das auch mal beschreiben, wie das gelaufen ist, zum Beispiel im Breuel 34.
Da ist eine neue WG eingezogen, eine ja, mit jungen Männern, also eine Hippie- und Punker-WG, könnte man sagen heute. Und der Endmieter der Wohnbau GmbH, Herr Wobbe, ist dann da hingekommen einige Wochen später, hat dann geklopft und die haben auch gesagt, ja, wir wollen gerne einen Mietvertrag haben, wir sind jetzt hier eingezogen. Und dann hat der Wobbe gesagt, ja, da können wir mal drüber reden. Dann ist dann eine Etage höher gegangen, also zum Dachboden. Die jungen Männer sind hinterhergegangen und dann hat Herr Wobbe auf den Dachboden gepinkelt vor den Augen der jungen Männer, was natürlich doch sehr überraschend war, und hat gesagt, ich muss hier mal die Substanz testen, während er auf den Dachboden gestrüllt hat. Also solche schikanösen Aktionen sind dann hier gelaufen. Wir haben das natürlich öffentlich gemacht, das lief also auf dem Stadtblatt, auch darüber berichtet, über die Methoden der Wohnbau GmbH. Und das war natürlich für die Wohnbau publicity-mäßig ein ziemliches Desaster, und der Wobbe musste dann später dann auch entlassen werden. Das heißt, die haben also einen neuen Endmieter eingestellt, der versucht hat, uns hier rauszuekeln. Es gab dann immer Wohnungsbegehungen und verschiedene Psychoterroraktionen bis hin, wo ich jetzt nicht das der Wohnbau GmbH ankreiden will, aber es gab sogar einen Brandanschlag, der sicherlich zusammenhängt mit der Berichterstattung in der Münsteraner Presse, wo eben auch geschrieben wurde, Münstershafenstraße, wo eine Stimmung gegen uns geschaffen wurde von Politikern der CDU, also der Wohnbauchef Herr Wobbe war gleichzeitig auch CDU-Politiker im Münsteraner Rat und hat natürlich versucht, auch seine politischen Stritten dort zu ziehen, um das Haus hier abreißen oder die Häuser hier abreißen zu können, weil wir befinden uns mitten in Münsters Altstadt, teuerste Stadtviertel überhaupt in ganz Nordrhein-Westfalen vor Düsseldorf. Und natürlich ist das sehr lukrativ und es führt natürlich dazu, dass hier ja, das Spekulationsgebiet ist. Das heißt, das Grundstück war viel mehr wert ohne die Häuser als mit den Häusern. Und es wurde dann auch versucht, wir haben auch versucht, das zu kaufen, durch einen Mietkauf und verschiedene Aktionen. Das ist natürlich nicht geglückt. Aber dadurch, dass wir eben die Prozesse konsequent durchgezogen haben und die Prozesse auch praktisch finanziert haben durch unsere Straßenfeste und Solidaritätskonzerte und so weiter, war es dann letztlich so, dass wir die Prozesse gewonnen haben in letzter Instanz und die Wohnbau letztlich ein großes Desaster erlebt hat. Also, und dann war es natürlich so, dass wir es zum Politikum gemacht haben. Das heißt, wir haben auch mit allen Parteipolitikern gesprochen und das führte dann dazu, dass die Grün-Alternative Liste und die Sozialdemokraten in Münster in ihrem Wahlprogramm auch stehen hatten, Erhalt von Bräun- und Hiebestraße. Dann hatten wir die einmalige Situation in Münsters Geschichte, dass die CDU-Mehrheit gekippt ist, wo ich jetzt nicht weiß, wie weit der Bräun daran beteiligt ist in gewisser Weise, aber der Punkt war natürlich, dass wir dann sagen konnten, hier steht drin, Erhalt von Bräun- und Hiebestraße, setzt das bitte um, wir setzen das zusammen um, wir haben dann zusammen mit den Parteien ein Konzept entwickelt. Die Wohnbau GmbH hat ein Ersatzgrundstück bekommen. Und wir haben die Häuser hier ja anderthalb Jahre lang saniert, sind also ausgezogen, haben am Wochenende hier immer auf der Baustelle gearbeitet, Wände eingehauen und haben ein eigenes Blockheizkraftwerk im Keller. Das heißt, wir haben eine eigene Stromversorgung hier. Wenn im Münsterland wieder mal der Strom ausfällt, dann gilt das nicht für uns, weil wir unseren eigenen Strom produzieren, unsere eigene Wärme im Keller, und das natürlich auch ökologischer ist, als wenn man sich die Wärme von irgendwo herholt, sei es aus Atomkraftwerken oder von Fernwärme oder irgendwelchen anderen Dingen. Ja, und wir haben dann mehrere Preise gekriegt für ökologisches und selbstverwaltetes Bauen. Von daher redet heute keiner mehr davon, dass das hier Münsters Hafenstraße ist, sondern es ist jetzt eigentlich auch ein Vorzeigeprojekt des Land Nordrhein-Westfalen für ökologisches, selbstverwaltetes Bauen, weil wir hier am Bräuel auch eine ganze Reihe Sachen verwirklicht haben. Wir haben zum Beispiel Regenwasserrückhaltebecken draußen, das heißt die Klospülung und das Brauchwasser im Garten, das ist Regenwasser. Wir haben, wie gesagt, das Blockheizkraftwerk. Wir haben die Häuser so saniert, dass sie eben auch Wärme praktisch auch speichern länger. Es ist ja, wie gesagt, ein altes Arbeitergebäude hier. Und haben für die Fledermäuse, die hier früher auch gewohnt haben, auch Fledermaushöhlen installiert und so weiter. Das ist also schon ein ganz tolles Wohnprojekt. Und obwohl es auch nicht mehr abrissbedroht ist, ist die Gemeinschaft hier immer noch sehr aktiv und sehr lebendig. Das ist also eine ganz schöne Sache, denke ich mal. Und früher, muss man ja sagen, war es natürlich in gewisser Weise eine Zwangsgemeinschaft. Das heißt, die Leute mussten an einem Strang ziehen, um den Abriss zu verhindern, was natürlich letztlich auch im Rückblick eine großartige Sache ist. Also auch Leute, die sich vielleicht menschlich gar nicht so toll verstehen, mussten über ihren Schatten springen und haben
ja, gemeinsam gekämpft. Es gab jede Woche oft ein Plenum und so weiter und diverse Protestaktionen, die wir gemacht haben in Münster. Und der Effekt war natürlich, dass hier eine wirkliche Gemeinschaft entstanden ist. Also, und das ist bis heute noch so. Es sind natürlich mittlerweile viele ausgezogen, viele neue Leute auch eingezogen. Aber es gibt eben auch noch Leute, die hier, so wie ich, seit über 20 Jahren leben. Und Vera, Reinhold. Hallo. Hallo. Tag. Ja, Vera lebt nämlich auch schon noch länger hier, als nämlich noch ein Jahr länger als wir. Ne? Wir sind erst 91 eingezogen. Vera hat schon 90, oder? Ja, irgendwie so. 90, 91. So, und jetzt? Auch viele Leute, die hier, junge Leute, die hier aufgewachsen und geboren sind. Also mein ältester Sohn ist hier ja auch geboren und mein jüngster auch. Und von daher würde ich schon sagen, es ist ein ganz tolles alternatives Wohnprojekt, wie immer noch. Ich kann ja mal zeigen, wie es heute aussieht. So sieht es heute aus. Sieht aus wie ein Neubau. Die Farbe haben wir damals ausgewählt. Ich war leider nicht auf dem Plenum, also, als die Farbe ausgesucht wurde. Aber ich finde, es ist auch eine sehr schöne Farbe. Die Bäume, die man hier vorne sieht, haben wir 1990 eingepflanzt. Da waren es also kleine, winzige Bäumchen. Oder nicht mal Bäumchen eigentlich. Die haben wir von der biologischen Station von Rieselfeldern bekommen. Und ja, sind mittlerweile ausgewachsene große Bäume. Ja, da sieht man noch einige ältere Flugblätter, die wir damals gemacht haben, Anfang der 90er Jahre. Das ist Tono Dresden, heute, damals die treibende Kraft hinter dem Versuch, uns hier rauszuekeln. Der Chef der Wohnbau GmbH und gleichzeitig damals natürlich Politiker. Thibautstraße, das war 1989, der lange Jammer sozusagen, hieß das Teil. Das ist jetzt praktisch von Exwost ein Flyer, der gemacht wurde, über unsere Sanierung. Also da sehen Sie ja hier auch die Fotos, wie wir dann damals auf der Baustelle gearbeitet haben. Und das war natürlich eine schöne Sache, denke ich mal. Hat auch nochmal zur Gemeinschaftsbildung und auch zur Stärkung der Gemeinschaft beigetragen. Ich hatte eigentlich befürchtet, wenn wir alle zusammenziehen, wir sind dann ja alle zusammengezogen, zum großen Teil in die Schulstraße, in das Gebäude, dann zerstreiten wir uns. Jetzt ist es ja so, es gibt verschiedene Wohneinheiten, es gibt Wohngemeinschaften, es gibt Familien, es gibt Alleinerziehende und ganz unterschiedliche Wohnformen am Bräuel. Es kommt natürlich viel Gemeinsames durch die Gärten zustande. Wir haben also zwei Gärten und gibt es immer ein Lagerfeuer zum Beispiel im Sommer, findet das also regelmäßig statt. Und es ist ein sehr schönes Gemeinschaftsleben hier am Bräuel, würde ich sagen. Aber es besteht eben auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und wir sind natürlich, als wir die Häuser saniert haben, sind wir anderthalb Jahre ausgezogen und haben dann am Wochenende halt hier immer gemeinsam gearbeitet. Aber wir haben eben auch gemeinsam gelebt in der Schulstraße, hatten also eine große Gemeinschaftsküche und gemeinsame Klos und so weiter. Deshalb habe ich eigentlich am Anfang befürchtet, oh Gott, hoffentlich zerfleischen wir uns jetzt nicht. Aber im Gegenteil, also die Gemeinschaft ist im Grunde dadurch ja, noch besser geworden, würde ich sagen, weil wir im Grunde uns da auch bewährt haben, auch als Gemeinschaft und als Freundeskreis, könnte man auch sagen, als Freundschaftskreis von vielen Leuten. Unterschiedliche Leute wohnen hier. Und es war immer so, dass das auch eine große Stärke des Bräuels ist. Das heißt, diese Vielfalt, man muss auch nicht sich politisch engagieren, das ist hier überhaupt kein Zwang oder so. Es ist also vielleicht, unterscheidet sich vielleicht auch von politischen Kommunen. Das ist halt ein Projekt, das selbstverwaltet ist. Das heißt, wir verwalten uns selber. Wir zahlen unsere Mieten an unseren Verein und der zahlt eine Pacht an die städtische Wohn- und Stadtbau. Es ist also jetzt Selbstverwaltung, aber eben begrenzte Selbstverwaltung. Das heißt, Besitzer ist jetzt die Stadt Münster bzw. die Wohn- und Stadtbau. Und wir, ja, wir organisieren im Prinzip alles selber. Das heißt, wir machen also auch natürlich hier die Gärten, wir sorgen dafür, dass natürlich auch aufgeräumt wird und so weiter. Und machen aber eben auch zusammen Feste und die Straßenfeste natürlich, die in Münster auch eine feste Institution eigentlich sind. Also das heißt, es ist immer noch sicherlich eines der spannendsten alternativen Straßenfeste in Münster überhaupt am Bräuel. Und wir unterstützen natürlich auch vergleichbare Projekte. Das heißt zum Beispiel Grevener Straße, Haus an der Grevener Straße 31, was also 1972 besetzt wurde und dann legalisiert wurde, aber immer ein Abriss bedroht war bis jetzt vor zwei Wochen. Bis jetzt ist es gerettet. Aber das haben wir natürlich auch immer unterstützt. Das heißt, durch die Straßenfeste hatten wir einen großen Gewinn gemacht und wir haben dann das Geld,
zum Teil eben alternativen Projekten, wie eben zum Beispiel der Grebenerstraße 31 zur Verfügung gestellt, dort die Fenster saniert in der Grebenerstraße 31, aber auch zum Beispiel die Wagenburg haben wir mal unterstützt in Münster oder die Draußen, die Obdachlosenzeitung. Das heißt, wir haben eigentlich dadurch, dass wir die Prozesse alle gewonnen haben, waren wir ja ziemlich finanzkräftig. Das heißt, wir haben ja die Prozesse praktisch gegenfinanziert durch die Straßenfeste und Solidaritätskonzerte, aber eben auch durch zum Beispiel solche Solidaritätskassetten, die wir gemacht haben und auch verkauft haben zum Teil, unter die Leute gebracht haben. Das sind jetzt zum Beispiel, hier sind jetzt nur Bands drauf, die am Breuelstraßen auf den Straßenfesten gespielt haben. Die Kassette ist von 1994, ist also auch schon uralt, 17 Jahre. Ich kann ja mal vorstellen, was draufsteht. Es steht im Grunde ein ähnlicher Text drauf, der auf einem Breuelstraßenfestplakat 1992 stand. Münster im Jahre 1992. Ganz Münster ist von Spekulanten besetzt. Ganz Münster? Nein. Die Bewohner und Bewohnerinnen einer kleinen Oase an Breuel- und Tibelstraße wehren sich standhaft gegen die schändlichen Abrisspläne. Ich kann dir gerne jetzt auch mal was davon vorspielen. Zum Beispiel Klaus der Geiger, das ist also der bekannteste Straßenmusiker in ganz Deutschland aus Köln. Der hat hier also auch zweimal bei unseren Straßenfesten gespielt und ist auch ein guter Freund von mir. Und ich glaube, es ist ganz in seinem Sinne, vielleicht auch im Sinne des Films, wenn ich da mal was von vorspiele. Wir haben eine Menge zu tun, aber es braucht eine Menge Zeit, uns auszuruhen. Ich verscherbe alles, was ich hab, und dann schau ich mir Fahrrad an. Hey, Faust, dann geht aus, so wie ein Hund und eine Kuh und ein Schwein und ein Gang muss es sein, aber nicht so klein. Ich bin 2008 hierher gekommen, weil ich, also ich hatte schon immer ein Auge auf diese Wohnung geworfen und die ist frei geworden. Und ich bin dann direkt eingezogen, als ich das okay hatte. Und ja, jetzt wohne ich hier. Und es geht mir sehr gut. Damit. Und ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass das hier ein selbstverwaltetes Wohnprojekt ist. Ja, definitiv. Nee, das ist der offizielle Titel jedenfalls. Ja. Und dass man, dass die Hausordnung so übersichtlich ist, sag ich mal. Und generell die, die Regeln, also dass hier einfach die Dinge über Common Sense funktionieren und nicht über Auflagen. So. Ja. Ja. Hier geht's zum brummigen Mitbewohner. Ja, das ist ja das Blockheizkraftwerk. Das produziert also Strom. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein Dieselmotor, nur nicht mit Diesel betrieben, sondern mit Erdgas. Und der Strom, der dabei erzeugt wird, wird also direkt weitergeleitet an die Bewohner und Bewohnerinnen hier im gesamten Wohnprojekt. Hier haben wir also Warmwasserspeicher. Und es gibt auch nur einen Zähler für alle Bewohner und Bewohnerinnen. Das heißt, die Stadtwerke haben damals natürlich, waren gar nicht begeistert davon, dass wir das geplant hatten, sondern sie wollten natürlich weiterhin für jede Wohnung auch einen eigenen Zähler haben. Aber wir haben natürlich jetzt einen Gesamtzähler für alle und wir speisen in der Regel auch selber ins Netz ein. Das heißt, wir produzieren so viel Strom, dass wir also ins Münsteraner Netz auch noch einspeisen. Auch? Ja, genau. Also wir haben das damals natürlich mit der Stadt Münster, also mit SPD-Grünen-Politikern sozusagen, aber eben auch mit dieser Expost zusammen gemacht und geplant. Das heißt, wir haben die Sanierung gemeinsam geplant und dann halt hier ist alles sehr niedrig. Das ist halt, es ist halt Altbau und es ist halt von 1880. Eigentlich funktioniert sehr gut. Natürlich gibt es auch mal Reibereien, aber insgesamt kann ich mir kein besseres Wohnen als hier vorstellen. Aber